Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das letzte Formel 1 Rennen, den großen Preis von Frankreich. Bleibt dran! Wir haben gerade den großen Preis von Frankreich auf der Rennstrecke Paul Ricard hinter uns. Max Verstappen hat verdient gewonnen mit einer kleinen Unterstützung durch Ferrari und seit, ich glaube, einem Jahr gab es endlich wieder mal ein Doppelpodium für Mercedes, auch durch eine kleine Unterstützung von Ferrari. Man of the Race für mich George Russell durch sein Überholmanöver gegen Sergio Perez nach dem Restart der Virtual Safety Car Phase, ein glücklicher Lewis Hamilton, ein überglücklicher Max Verstappen und Red Bull und Ferrari, was wieder einmal gepatzt hat durch ein absolut Missmanagement und Misskommunikation zwischen der Box und Carlos Sainz. Gott, was habe ich gelitten bei Carlos Sainz, als er gegen Sergio Perez kämpft und kurz in kurz nach dem Überholmanöver bei Sergio Perez oder kurz davor war eigentlich der Boxenfunk, er überholt Sergio Perez und kann sich etwas absetzen und muss dann sofort an die Box. Ein total genervter Carlos Sainz. Ein total gutes Beispiel für schlechtes Timing. Was hat die Box hier wieder angerichtet? Er war natürlich auf den schlechteren Reifen unterwegs als Sergio Perez. Er musste natürlich für die Track Pace vermutlich noch einmal an die Box, aber das Setup von Sergio Perez von Carlos Sainz hat gereicht, um Sergio Perez zu überholen. Da hätte man in der Box von Ferrari definitiv noch warten können, um Carlos Sainz hereinzuholen. Denn was wäre schlimmstenfalls passiert? Er hätte die Track Position auf der Strecke wieder an Sergio Perez verloren. Aber er hätte die Möglichkeit gehabt, sich absetzen zu können, wenn er der Meinung ist, sein Reifensatz würde es noch hergeben. Natürlich kann man hier sagen, die Box hat mehr Informationen in Bezug auf die Reifen als vielleicht, oder mehr Daten, als vielleicht Carlos Sainz, aber er sitzt in einem Auto, er spürt das Auto, er spürt die Reifen. Und in dieser Situation hätte Ferrari definitiv mehr zu gewinnen gehabt als zu verlieren. Und somit war es für mich wieder eine absolut falsche strategische Entscheidung seitens Ferrari. Hinzu kommt dann auch noch der Fahrfehler von Charles Leclerc und seinem Ausfall. Did not finish. Mal wieder. Ich rechne Charles Leclerc hoch an, dass er sofort in den ersten Interviews gesagt hat, hey, mein Fehler, ich habe es verbockt, ich darf mich dann auch nicht irgendwie beschweren, wenn mir die Punkte am Ende des Tages abgehen, aber ihr Leute, ihr wollt eine Weltmeisterschaft gewinnen. Ferrari, ihr wollt Konstrukteursweltmeister werden und einen Fahrerweltmeister wieder einmal im Rennstall haben. Da müsst ihr konstant abliefern. Ihr könnt nicht jedes zweite Rennen irgendwie Nuller anschreiben, beziehungsweise jetzt ist es ja nach Österreich schon das zweite Mal hintereinander, dass die Hälfte des Teams ausfällt auf der Rennstrecke. So klappt das nicht. Und damit wird Max Verstappen total in die Karten gespielt. Ich will jetzt seine Leistung und seinen Sieg nicht kleinreden. Ganz im Gegenteil, er hat verdient gewonnen und er hat so gesehen quasi einen Start-Ziel-Sieg hingelegt, musste sich nicht sonderlich anstrengen und auch nicht ziemlich stark abdecken und verteidigen. War durch Lewis Hamilton nie wirklich
in Bedrängnis, also vielleicht in den ersten zwei Runden, wo ich sagen muss, Lewis Hamilton, Top-Start hingelegt, konnte die ersten zwei Runden richtig für seine Verhältnisse, für Verhältnisse von Mercedes richtig pushen, richtig, ja, fast angreifen. Es hat aber dann doch nicht dazu gereicht, das Tempo von anfangs noch mit Charles Leclerc und Max Verstappen mitzugehen. Da sieht man dann wieder das Leistungsdefizit der Mercedes-Motoren. Man muss, glaube ich, eingestehen und definitiv zugeben, Mercedes hat den schwächsten Motor. Gerade auf der Rennstrecke Paul Ricard mit ihren langen Geraden und der doch motorbezogenen Charakteristik dieser Rennstrecke ist es sehr deutlich geworden, dass hier Leistung bei Mercedes fehlt und abgeht. Man kann aber trotzdem, denke ich, bei Mercedes zufrieden sein. Ein zweiter und dritter Platz ist wirklich schon lange her. Ich glaube, nicht ganz ein Jahr. Und da tut es dem Team und natürlich auch den Rennfahrern in der Seele gut, auch diesen Erfolg, diesen Milestone mal wieder erlebt zu haben. Man kann quasi sagen, auch wieder ein Fortschritt bei Mercedes und an einer Problematik einen Haken dran. Nichtsdestotrotz muss man analysieren, wo man noch etwas PS aus dem Wagen heraus kitzeln kann. Was ich noch ansprechen möchte, was ich noch dazu sagen möchte, ist, wie stark wir in diesen Rennen bei den Onboard-Kameras, gerade von Ferrari und Red Bull, das Bouncing aufgefallen ist. Man hat es richtig gehört, wie in einer relativ hohen Frequenz der Unterboden am Asphalt aufgesessen ist und drüber geschert hat. Das war so ein richtiges Flapsen, so ein richtiges Vibrationsgeräusch da zu hören, wo ich mal bei den ersten ein, zweimal gedacht habe, kommt es vom Motor? Haben die gerade ein Motorproblem irgendwo, weil es von der Frequenz her eventuell dazu gepasst hätte? Aber es war definitiv das Bouncing, das Aufsetzen des Unterbodens auf dem Asphalt. Hier scheint diese Rennstrecke noch einmal einen draufgelegt zu haben. Beziehungsweise vielleicht ist es auch das erste Mal, dass es mir persönlich aufgefallen ist. Ist es euch schon mal aufgefallen in irgendeiner Onboard-Einstellung oder in irgendeiner Szene, dass ihr gehört habt, wie das Auto über den Boden, über den Asphalt bounced, vibriert? Für mich, ich könnte mich nicht erinnern. Auch bei Kanada, glaube ich, wäre es mir nicht aufgefallen und live vor einer Woche in Österreich, da ist es mir auch nicht aufgefallen. Hoffentlich legt Mercedes nochmal einen Zahn zu. Hoffentlich finden sie ein paar PS in ihrem Motor und ganz hoffentlich findet Ferrari endgültig Konstanz in ihrem Team. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.